Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir haben jetzt alle Rezepte für die permanenten Tränke. Das Problem ist, wir haben wahrscheinlich nicht alle Rezepte für die Tränke, die wir für die permanenten Tränke brauchen. Aber das werden wir rausfinden und dann werden wir die halt auch noch kaufen. Das ist ja nicht so schlimm. Und zwar fehlt uns... Oder was wollen wir denn überhaupt? Wir brauchen eigentlich keine... wir brauchen eigentlich keinen Fernkampf mehr. Davon haben wir genug. Können wir sowieso mal hier gucken erstmal. Also Nahkampf... Ja, ja, schaden würde es nicht, aber das würde ich auch erst... Brauchen wir eigentlich nicht. Fernkampf... Gut, wir könnten einen machen, damit wir Fernkampf auf 100 haben. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Brauchen wir das? Eigentlich nicht. Wobei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, brauchen wir dafür ja nur Schafaugen. Und zwar 14 Stück. Die haben wir doch locker. Und dann ist es ja völlig egal, weil... Also wenn wir mehr als 14 Schafaugen haben, und das sind wir ziemlich sicher, dann können wir die Tränke ja trotzdem einfach machen. Also spielt ja dann keine Rolle. Ja, wir haben 37. Wir brauchen 14. Wir haben immer noch 23 übrig. Und ich denke, die kann man auch noch nachkaufen, notfalls. Also machen wir uns jetzt Trank des ewigen Jägers. Trank des ewigen Jägers. 7-mal. Und dann schlürfen wir uns die doch auch. Oder was? Wir schlürfen die als letztes. Die Tränke. Den haben wir. Den haben wir auch schon gemacht. Seelentrank. Trank der Magie und Trank des Rituals braucht man dafür. Trank der Abwehr, Trank des Rituals. Dafür brauchen wir Geisterpilz. Warte mal, wie viel brauchen wir davon? 6 Trank des Rituals. Das heißt, wir brauchen 12 Geisterpilze. Warum nehme ich nicht einfach alle meine Pflanzen mit eigentlich? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach alle Pflanzen mit. Dann haben wir alles am Start. Dann nervt das nicht so. Die ganzen Schnäpse brauchen wir eigentlich nicht. So. Trank des Rituals machen wir uns 6. Und dann brauchen wir Trank der Magie 7-mal. Und dann können wir uns die Seelentränke machen. Dann haben wir hier Nahkampf. Dafür brauchen wir 16 Trank der Klingen. Haben wir hier. Dafür brauchen wir Tatzen. Und zwar brauchen wir für 16 noch 14 Tatzen. Mal gucken, ob wir Tatzen auch in unserer Truhe liegen haben. Verstauen. Schon mitnehmen. Tatzen, 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 Tatzen. 14 bitte, danke.
Jetzt habe ich schon alle Pflanzen mitgenommen, jetzt brauchen wir anderes Zeug für die Tränke. Jetzt bin ich schon wieder hin und her rennen. Naja, egal. Das wird jetzt auch die letzte Vorbereitungsfolge, also egal wie lange die jetzt dauert. Hier. Das und dann können wir achtmal die Schwertdorn-Essenz herstellen. So, dann haben wir als nächstes List Schattenelixier. Trank der Klingen bräuchten wir dann 9-mal und Trank des Schützen auch 9-mal. Das ist ja der hier, das heißt, wir brauchen nochmal 9 Tatzen. Und Trank des Schützen haben wir gar nicht. Also wir brauchen erstmal 9 Tatzen. Und dann gehen wir einfach nochmal zu Emma und kaufen uns da einen Trank des Schützen, falls sie das Rezept dafür hat. Ansonsten muss ich einmal kurz nachschauen, wer uns das verkaufen kann. Ahati wahrscheinlich. Da können wir auch einfach so nochmal hingehen, bevor ich nachgucke. Ich mach die Truhe leer, scheiß drauf. Wir haben jetzt einfach alles wieder dabei. Zum Hafen. Doch, die Mädchen waren schöner. Und dann einen Trank des Schützen. Also ein Rezept. Trank der Magie, Willen. Okay, sie hat das Rezept nicht. Schade. Dann versuchen wir es bei Bahati und der anderen. Auf Kila. Geht Bahati eigentlich irgendwann schlafen? Wenn ja, müsste sie ja jetzt hier liegen. Nein, dann schlafen wir mal. Und die hier, die ist auch nicht da. Na gut, dann holen wir uns mal hier gerade die Kiste. Okay. Warten vielleicht, bis die da steht. Dann speichern wir nochmal. Wieso habe ich diese Affenstatue eigentlich nie mitgenommen? So, was mache ich hier? Wir wissen doch schon, wie sie aufgeht. Nein. Ach so, okay, die kriegt das mit, auch wenn sie uns gar nicht sieht dabei. Oder man muss schleichen. Das probiere ich jetzt auch nochmal. Und wenn das auch nicht klappt, dann lassen wir die Kiste einfach Kiste sein. Ich hack dir die Hände ab. Gut. Sheko, was willst du? Ich will Rezepte, aber du hast diese Rezepte, du hast gar keine Rezepte. Warum bist du so nutzlos? Die Statue nehme ich wenigstens noch mit. Sheku? Sheku? Guck mal, ob Bahati das hat. Was brauchen wir jetzt überhaupt nochmal? Verdammt, ich weiß es schon nicht mehr. Trank des Schützen oder so, glaube ich, hieß er. Schnaps, 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 Schnaps.
Trank des Rituals, Trank der Magie. Okay, ich werde mal eben googeln, wer den Trank des Schützen verkauft. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir müssen Kila verlassen. Und nach Takarigua. Und auf Takarigua dann hier rüber. Und dann müsste es in einer Truhe hier im Haupthaus sein, das Rezept. Weiß nicht in welcher Truhe, wahrscheinlich in einer, wo wir gleich erschossen werden, wenn wir dran gehen. Die oben hatten wir schon, also wird es die nicht sein. Können wir jetzt einfach... Tja. Diese beiden Truhen sind... Benimm dich hier! ...möglich. Oder diese. Oh. War es nicht. Schade. Sebastiano war die längste Zeit dein Kommandant. Was soll das heißen? Er ist erledigt. Das darf doch nicht wahr sein. Ohne Führung sind wir alle verloren. Eigentlich nicht, aber... Steck ja nichts ein. So, ich probiere das jetzt einfach nochmal genauso wie eben. Hier ist es auch nicht drin. Dann muss es ja jetzt in dieser Kiste sein. Und wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aha. Rezept. Für einen Schützentrank. Trank des Schützen. Gut, dann zurück zum Schiff. Dann weiß ich eigentlich nicht mehr, wie viele wir davon brauchten, aber wir werden es gleich sehen. Trank der Klingen brauchen wir 9-mal, Trank des Schützen auch. Also Trank der Klingen. Oh verdammt, wir haben kein Klingenblatt mehr. Das ist natürlich blöd. Naja, aber wir können zumindest 9-mal den hier machen. Jetzt brauchen wir noch 12 Klingenblatt. Ich denke, da gehen wir einfach nochmal nach Kila und nach Dings und kaufen uns einfach 12-mal Klingenblatt. Einmal speichern, bevor wir in See stechen und das Spiel wieder abstürzt. Ich musste husten. Einmal hier hin. Wieso ist es eigentlich immer dunkel, wenn wir auf Kila ankommen? Ich weiß nicht, ob Bahati Pflanzen hatte. Weil die eine hier, die hat bestimmt Pflanzen. Du da, du... Warum läuft die auf der Stelle?
Lass uns handeln. Du hast doch bestimmt keine Pflanzen. Warum hast du denn keine Pflanzen? Na, Chi. Du hast auch keine Pflanzen? Wo kann ich dir jetzt... Wo kaufe ich denn jetzt die blöden Pflanzen? Also, Boos hatte ja Pflanzen. Also, ich gehe mal davon aus, dass Wirte Pflanzen haben. Welche Mädchen? Ich sehe keine Mädchen. Wie fühlt sich das an, wieder Kapitän eines Schiffes zu sein? Jetzt komm mir nicht so, Jake. Ich werde so schnell nicht vergessen, dass du mich hast hängen lassen. Na schön, aber vergiss nicht, wir kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind. Da spielt es keine Rolle, ob wir uns mögen. Leider wahr. Geh, mach deinen Kram. Ich hab hier zu tun. Okay. Kein Problem. Hast du Pflanzen? Du hast Zucker. Ich weiß zwar nicht, ich glaube, wir brauchen ihn nicht mehr, aber... Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Wie machen sich die Wächter? Ah, komisches Volk. Die trinken ja nicht mal vernünftig. Keine Ahnung, wofür du sie mitgeschleppt hast. Sie sind gute Kämpfer. Meinetwegen. Aber ins Glas gespuckt wird bei mir nicht. Ist das klar? Freut es dich, die alte Piratentruppe von Kila in deiner Stadt zu haben? Ach, der Sauhaufen. Mir wäre lieber gewesen, du hättest sie dort gelassen. Naja, wenigstens vertragen die einen ordentlichen Schluck rum. Gibt es Probleme mit den Inquisitionssoldaten? Nein, die sind überraschend ruhig. Sie wagen sich ja auch in die Höhle des Löwen hier auf Antigua. Da würde ich auch hübsch die Schnauze halten. Die Stadt ist mittlerweile ganz schön voll. Da hast du mir ja eine schöne Suppe eingebrockt. Ich glaube, so viele verschiedene Gemeinschaften gab es noch nie auf einem Haufen. Vertragen sie sich? Ich denke schon. Sie haben einen guten Anführer, der ihnen Hoffnung macht. Viel Erfolg mit deiner Flotte, Captain. Danke. Gib mir was von deinem Zeug. Klar. Was willst du haben? Ich will haben Blutwurzeln. Zucker. Du hast aber sonst nichts. Das ist schlecht. Kann hier irgendwie zwischen den Häusern lang? Ja. Kann man. Zeig mir deine Ware. Sicher. Sieh dich nur gut um. So, Pflanzen. Wieso hast du denn keine Pflanzen? Wer hat denn jetzt diese Pflanzen? Das ist natürlich blöd. Ich befrage da nochmal Google. Wir sehen uns gleich. Ich bin ein Trottel und habe aus Versehen nicht die Aufnahme fortgesetzt. Bei Cisco habe ich jetzt gerade nochmal Tränke bekommen. Ich weiß gar nicht genau, wann ich jetzt überhaupt Pause gedrückt habe, aber ihr habt, glaube ich, nichts Wichtiges verpasst. Das haben wir. Und das Schattenelixier, das können wir jetzt machen. Dann haben wir hier noch Geisterpflanzen. Trank der Magie und Trank des Willens jeweils 7. Trank der Magie 7. Trank des Willens 7. Dann haben wir das.
Trank des Diebes 9. Neunmal Trank des Diebes. Den haben wir überhaupt. Ah, doch. Neun. Und dann siebenmal Trank der Überzeugung und Trank der Ehrfurcht. Ich glaube, da haben wir beide nicht. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Weil Cisco hat bestimmt ein bisschen was davon. Trank der Überzeugung. Trank der Ehrfurcht. Das reicht allerdings nicht. Hast du Rezepte dafür zufällig? Wahrscheinlich nicht, aber... Können wir auch nochmal nach denen gucken. Das ist alles nur Schnaps, das brauchen wir nicht. Okay, dann hast du das nicht. Ich gehe nochmal nach Kila, aber ich glaube, hier ist keiner. Ich gehe nochmal zu den beiden. Trank der Ehrfurcht und Trank der Überzeugung. Die beiden Rezepte könnten wir gebrauchen. Vielleicht hat die ja was für uns. Oder eine von beiden. Oder beide. Lass. Ja, und ja. Damit haben wir zumindest alle Tränke, die wir brauchen. Achso, Moment. Ich wollte eigentlich nach den Rezepten dafür gucken. Ach stimmt, die hatten ja überhaupt keine Rezepte. Beide nicht. Oder sie hatten... Nee, beide hatten keine Pflanzen. Ach, was weiß ich. Ist doch auch egal. So. Und dann können wir uns auf jeden Fall diese Tränke hier noch alle machen. Und mehr brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Jetzt knallen wir uns die ganzen Tränke einfach mal rein. Fernkampf plus 5. Adlerauge, weil wir Fernkampf auf 100 haben. Einfluss plus 5. Und Manipulator. Weil wir Überzeugung, Einfluss auf 100 haben. Fingerfertigkeit. Liebeskünstler, 20 Punkte. Fingerfertigkeit plus 5. Geist. Ja, das kriegen wir natürlich nicht auf 100. Schattenelixier, List plus 5. Schlauer Fuchs.
Nahkampf plus 5. Und Seelentrank für Magie plus 5. Dann sind das jetzt unsere Charakterwerte. Im Fernkampf List, Einfluss und Fingerfertigkeit haben wir maximiert. Rest haben wir auf mindestens 65, Härte auf 90. So, und dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt nochmal ein paar Lehrer. Bei denen wir noch Sachen lernen. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du fest stehst. Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Das ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. Ich möchte schnellere Attacken ausführen können. Schlag einfach schneller zu. Nein, im Ernst. Das Schwierigste ist es, den Schwung nicht zu verlieren. Wenn du dich in einen Schlag legst, dann versuch, den Schwung zu halten. Nutz diesen Schwung, um direkt eine weitere Attacke auszuführen. Ja, wir lernen jetzt einfach alles, was wir noch lernen können. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Bring mir bei, wie ich besser mit Stichwaffen kämpfen kann. Bei Stichwaffen ist das Wichtigste, dass du vorher schaust, wie dein Gegner gepanzert ist. Jede noch so kleine Lücke in der Panzerung kann den Tod für deinen Gegner bedeuten. Warte, bis dein Gegner seine ungeschützte Stelle entblößt. Dann stichst du zu. Ich möchte besser mit Stichwaffen umgehen können. Oft ist es so, dass du die ungeschützten Stellen deines Ziels nicht lange siehst. Das heißt, du kannst vermutlich nicht sehr tief mit deiner Klinge eindringen. Wenn das der Fall ist, heißt es geduldig sein. Ausweichen und zustechen heißt es. So lange, bis dein Gegner sich vor Schmerzen windet. Ausdauer ist das Stichwort in diesem Fall. Mehr kenne ich mich mit Stichwaffen nicht aus. Nur die Magier kennen sich damit mehr aus als ich. Geh zu ihnen, wenn du ein besserer Stichwaffenkämpfer werden willst. Ich will ein besserer Schwertkämpfer werden. Das Wichtigste ist dein Griff. Achte darauf, dass du das Schwert immer festhältst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dir jemand das Schwert aus der Hand schlägt. Ansonsten ausweichen und zuschlagen. Ausweichen und zuschlagen. Es ist einfacher, als es aussieht. Ich möchte ein starker Schwertkämpfer werden. Was du verbessern könntest, ist deine Fußstellung. Bleib immer in Bewegung, aber verliere dein Ziel niemals aus den Augen. Seitwärts gehen klingt einfach, aber kann mit der Klinge in der Hand zu echter Arbeit werden. Wenn du darauf achtest, solltest du schon um einiges besser sein. Zu einem besseren Schwertkämpfer kann ich dich nicht machen. Geh zu den Dämonenjägern, wenn du besser mit dem Schwert werden willst. Ich möchte besser mit Hiebwaffen kämpfen. Bei Hiebwaffen solltest du daran denken, dass sie nicht dazu da sind, dein Ziel zu zerschneiden. Der Trick ist einfach, so fest zuzuschlagen, dass du deinem Ziel sämtliche Knochen brichst. Das funktioniert sogar, wenn dein Feind noch eine Rüstung trägt. Ich will ein starker Hiebwaffenkämpfer werden. Versuche immer, die Gelenke deines Feindes zu treffen. Mit einer Hiebwaffe am Bauch getroffen zu werden, tut weh. Mehr aber auch nicht. Wenn du deinem Gegner allerdings das Knie zertrümmerst, dann hast du einen echten Vorteil. Ich bin noch nicht gut genug. Was? Ja, 85 haben wir leider nicht. Zeige mir, wie ich Schusswunden besser wegstecken kann. Du weißt nun alles, wenn es darum geht, von Kugeln nicht so stark verletzt zu werden. Mehr kann ich dir darüber nicht beibringen. Das hat 4000 gekostet. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Ich möchte bessere kritische Treffer mit Dolchen erzielen.
Es ist immer richtig, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Ich möchte besser mit Dolchen umgehen können. Kein Problem. Deine neue Fertigkeit wird sich sicher als nützlich erweisen. Ich möchte besser mit Dolchen umgehen können. Es ist immer richtig, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Ich habe nicht genug Gold. Natürlich haben wir jetzt nicht mehr genug Gold. Okay, wir haben noch genug zu lernen, deswegen machen wir jetzt hier mal Feierabend. In der nächsten Folge lernen wir dann... Oder? Ach nee, komm, scheiß drauf, wir machen nicht Feierabend. Wir machen einfach weiter. Ich hatte ja, glaube ich, sogar gesagt, dass wir in der Folge die restlichen Vorbereitungen treffen. Wir verkaufen jetzt alles. Krankenauge nicht, das auch nicht. Die Armbrust auch nicht. Aber morgens Hut. Das sei denn, brauchen wir auch nicht mehr. Rüstung, alle weg, alles weg. Die Kriegerrüstung behalte ich erstmal. Das kommt weg. Magiesicher plus 3. Ja, ich glaube, Einschüchtern plus 5 brauchen wir nicht mehr. Warte. Ausrüstung, Beine, Einschüchtern, das brauchen wir nicht. Die robuste Lederhose ist da besser. Ich glaube, die Panzerstiefel, das ist in Ordnung. Gucken wir mal nach dem Ohrring. Musketen und Silberzunge. Haben wir da irgendwas Besseres? Nein. Bei Musketen hätte ich schon gerne weiterhin. Amulett. Pistolen und Kugelsicher. Auch das Beste, was wir haben. Was macht der hier? Einschüchtern und Klingen sichern vor allem. Klingen sicher, meine ich. Hiebwaffen, Astralsicht. Das Ding gibt Pistolen plus 10. Ne, dann behalten wir auch den. Okay, dann kann ich das alles verkaufen. Nietenhose. Stiefel. Also das Essen und so, das behalte ich. Ganz ehrlich, die Schnäpse haben wir nie benutzt. Einfach weg damit. Pflanzen können eigentlich weg, aber ich behalte sie jetzt vorübergehend nochmal. Im Grunde kann alles weg. Altes Wissen behalte ich, falls wir doch noch mal irgendwelche Zauber lernen wollen. Aber der Rest. Der Rest kommt komplett weg. Ach komm, die Notizen hauen wir auch alle weg. Ich glaube, ihr habt auch keine Lust mehr, dass wir das alles noch lesen. Giraffe? Okay.
Ja, Rezepte behalten wir. Baupläne und so. Das ganze Zeug behalte ich auch erstmal so. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall Geld. Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Okay. Du willst doch hier nichts klauen. Ich will schon, es gibt nur nichts mehr. Hab schon alles geklaut. Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Ich möchte meine Überredungskunst verbessern. Du gehörst nun zu den besten Überredungskünstlern, die ich je kennengelernt habe. Du kannst dich nun beinahe mit meiner Wenigkeit messen. Bring mir etwas über Alchemie bei. Gerne doch! So gut bin ich auch nicht. Ich bin noch nicht gut genug. So, du mit deinen Dolchen. Ich möchte besser mit Dolchen umgehen können. Kein Problem. Deine neue Fertigkeit wird sich sicher als nützlich erweisen. So, wer kann hier noch was beibringen? Baraka. Baraka wird wachen. Oder auch nicht. Tadashi. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hier ins Dorf. Borbor eventuell. Und Hirutu. Kannst du mir zeigen, wie ich auch so viel saufen kann? Das ist nicht schwer, Gucho. Frag einfach Bobo. Bring mir bei, wie ich die Wirkung von Schnäpsen verstärken kann. Werde ich tun, Gucho. Bring mir bei, wie ich die Wirkung von Schnäpsen verstärken kann. Kein Problem, Hoshi. Ich möchte, dass die Wirkung von Schmerztötern länger anhält. Kein Problem, Hoshi. Gut, wir müssen langsam aufs Gold achten. Wir haben noch 15.000. Ich gehe als nächstes mal nach Kalador, dass wir da erstmal die Sachen lernen, die für uns auch hilfreich sind. Bring mir etwas bei. Werte 100 haben wir leider nicht. Dafür bin ich nicht gut genug. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass uns da 10 Punkte fehlen. Aber egal. So, dann nochmal runter zu Tadashi. Aber ich denke, der wird nichts mehr für uns haben. Ah. Ich habe deinen kräftigen Panther gefunden. Chi, Tadashi kennt sein Jagdrevier gut. Danke für deine Hilfe. Mögen die Hike dich leiten, Gucho. Ja, cool. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann gehe ich einmal wieder zum Schiff. Speichern, in See stechen, Kalador, ja. Und dann haben wir wen hier? Ich gehe einfach mal hier hin. Hier sind ja die wichtigsten Lehrer. Wobei du bist Nahkampflehrer, dich brauche ich da eigentlich nicht. Ich habe keine Zeit zu. Ah, doch, du bist ja mit der Messerarbeit, verdammt.
Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Medikus? Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Natürlich, kein Problem. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Natürlich, kein Problem. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Wie du noch mehr im Kampf aushältst, kann dir keiner mehr zeigen. Du bist jetzt so gut wie ich. Und ich bin der Beste. Das können wir nicht, das haben wir eben schon versucht. Cooldown sinkt. Das bringt uns eigentlich nichts. Wir gehen noch mal erst nach nach Taranis. Weil hier ist ja der Musketenlehrer. Und ich will auf Nummer sicher gehen, dass wir auch alles von dem gelernt haben. Und dann können wir unser Gold einfach rausballern. Dann ist es egal. Dann haben wir alles Wichtige und Unwichtige gelernt. Die Frage ist nur, wo ist der Typ? Nein. Er könnte hier drüben sein. Ah, da ist er. Bring mir was über Schusswaffen bei. Gut, was willst du wissen? Ich möchte ein besserer Pistolenschütze werden. Kein Problem. Du gehörst jetzt zu den besten Pistolenschützen in diesen Gewässern. Zu einem besseren Pistolenschützen kann dich niemand mehr machen. Ich möchte den Umgang mit der Schrotflinte verbessern. Alles klar. Ich möchte den Umgang mit der Schrotflinte verbessern. Alles klar. Ein besserer Schrotflintenschützer als du ist mir noch nicht untergekommen. Auf dem Gebiet kann ich dir nicht mehr beibringen. Zeig mir deine Ware. Tja, okay. Ich könnte noch die Schädelarmbrust kaufen. Und die steht an der Armbrust verkaufen. Und das machen wir auch. Und dann haben wir noch 1000 Gold, aber ich glaube... Fernkampf. Können wir einmal durchgehen. Wir können Armbrüste nochmal steigern, theoretisch, aber dazu fehlt uns Gold. Uff, der Cooldown für Gewehre wird merklich gesenkt. Wer kann uns das denn beibringen? Hab ich ja noch nie gesehen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir noch irgendwas... Ah doch, wir können das ganze Zeug hier noch verkaufen. Das könnte eventuell uns das noch einbringen. Das machen wir auch mal eben. Verkaufen. Rezepte können wir halt eigentlich auch verkaufen. Das ganze Zeug, ich benutze es eh nie. Also ist es ja eigentlich egal. Den Papageienflug behalten wir, aber alles andere... Die zwei behalten wir auch mal. Rost, das kann auf jeden Fall weg. Ja, damit habe ich auf jeden Fall... Jetzt haben wir auf jeden Fall 4000. Und dann werde ich mal eben rausfinden, wo man das lernen kann, weil das interessiert mich natürlich noch am meisten. Die Donnerflinte. Bis gleich. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann kann uns das Rodriguez auf Takarigua beibringen.
Takarigua, ja. Hier einmal hin und... Dann müsste Rodriguez irgendwo hier sein. Da. Euer Kommandant hat sich zur Ruhe gesetzt. Mann, der hat vielleicht ein Glück. Bei mir dauert es noch sicher 20 Jahre, bis ich den Dienst quittieren kann. Ich glaube nicht, dass du mit ihm tauschen willst. Wieso nicht? Er ist tot. Oh, wenn das so ist, dann hast du wohl recht. Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Ich möchte schneller mit Gewehren schießen können. Klar doch. Was kannst du verkaufen? So, ich glaube, die Expeditionsflinte ist die Flinte, die wir gerade haben. Ansonsten hat er nichts mehr. Verkaufen können wir ihm eigentlich, na, die Kriegerrüstung theoretisch noch, aber ja, wir behalten den Rest. Ich denke, das passt so. Ich mache mal zwei Probeschüsse. Ja, okay, das geht jetzt schon tatsächlich deutlich schneller. Also zumindest spielbar schneller. So. Dann wollte ich noch einmal nach Antigua. Und auf Antigua noch einmal zu Alvarez. Wobei, wisst ihr was, das machen wir jetzt tatsächlich erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, schreibt mir gerne Kommentare und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.